Herzlich willkommen beim 35. DocFest München. Herzlich willkommen bei DocFest at Home 2020, der Online-Ausgabe unseres Festivals. Mein Name ist Michael Stadler. Ich gehöre zum Moderationsteam und wir freuen uns sehr, dass wir als Weltpremiere den Film Virginia in unserem Programm haben. Wir zeigen ihn in Partnerschaft mit Servus TV Deutschland. Der Film wurde produziert von Servus TV und auch die Idee zu diesem Film wurde entwickelt bei Servus TV. Der Produzent des Films ist Adrian Geuginger und der Regisseur Sascha Köln-Reitner. Der Film wird bei uns zu sehen sein. Er ist bei uns sozusagen erhältlich bis zum 24. Mai und im Herbst können Sie ihn dann auf Servus TV sehen. Bevor ich jetzt das Gespräch anfange mit dem Regisseur und den Protagonisten, möchte ich noch auf den Kino-Kino-Publikumspreis hinweisen, der gesponsert wird von BR und Dreisat. Und jetzt freue ich mich sehr, dass er uns zugeschaltet ist. Aus Wien der Regisseur Sascha Köln-Reitner. Sie spielt in dem Film die Hauptfigur Virginia Hill. Ein herzliches Willkommen, Verena Altenberger. Und er spielt das Ski-Ass Hans Hauser. Ein herzliches Willkommen, Michael Dangel. Hi. Hallo allseits. Hallo. Ihr seid alle drei in Wien. Wir haben kurz davor nochmal gesprochen. Also ihr seid alle drei in Wien. In Österreich sieht es ja, was die Corona-Verhältnisse angeht und die Maßnahmen dazu, besser aus als bei uns. Könnt ihr kurz sagen, wie ist so das Gefühl gerade? Vielleicht Sascha zuerst. Hallo erstmal. Ich hoffe, ihr hört mich. Ja, jetzt wir hören dich gut. Genau. Hallo, freut mich sehr. Ja, wie ist das Gefühl in Wien? Ein wenig einsamer seit gestern, weil man wieder rausgehen darf, aber trotzdem natürlich mit sämtlichen Maßnahmen, die man gemeinhin so kennt. Mhm. Aber es ist okay. Ja. Okay, und Michael und Verena, wie ist es bei euch? Also die Theater und Dreharbeiten, das steht ja alles derzeit still. Gibt es da irgendwelche Aussichten auf Öffnungen? Verena? Also ich weiß auch gar nicht, ob Österreich das so viel besser handhabt als Deutschland, weiß ich nicht. Ich glaube, da treffen alle die Maßnahmen so gut, sie das eben in der jeweiligen Situation einschätzen können. Ich werde ab 20. Mai, glaube ich, wieder drehen, aber in Deutschland. Ah, okay. Mit Gesichtsmaske? Ich glaube, in Österreich sieht es noch nicht nach Dreharbeiten wieder aus. Mit diversen Maßnahmen, die sicherstellen, dass da keine Infektionskette entsteht. Aber ich glaube, Gesichtsmasken bei Schauspielern vor der Kamera eher nicht. Es sei denn, es ist ein Corona-Film, ja. Und Michael, wir haben schon kurz davor gesprochen, du bist am Theater an der Josefstadt. Da stehen gerade die Proben still. Es steht alles still. Der Spielbetrieb ist seit 12. März, an dem Tag, wo ich Premiere gehabt hätte, stillgelegt bis zum Ende der Saison. Und es wird jetzt darüber diskutiert, ob man ab Juni und unter welchen Maßnahmen man wieder probieren darf oder erst wieder ab August und auch dann unter welchen Bedingungen. Das sind noch viele offene Fragen. Die zwei Drehs, die ich gehabt hätte vor dem Sommer, die sind erstmal auf ungewisse Zeit verschoben. Mhm. Aber Virginia, habt ihr gedreht? Das war, glaube ich, im letzten Jahr, dass ihr den Film gedreht habt. Sascha, vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen. Wie kam dein Interesse daran? Virginia Hill, die fantastische, aufregende Geschichte der Virginia Hill und später Hill Hauser. Wie kam es dazu? Ich wurde kontaktiert von meiner Agentin mit der Filmproduktion kurz geschlossen. Wir haben uns getroffen, habe begonnen zu diesem Thema zu recherchieren, was mich sofort in den Bann gezogen hat. Und so sind wir dann zu dem Film gekommen. Um die etwaigen Parallelen anzusprechen, nach denen du gefragt hast, was eventuell mit Attention Alive in Extremes es gäbe. Absolut, Virginia Hills Leben ist auch sehr extrem, aber natürlich auf einer ganz anderen Ebene und Art und Weise. Aber es ist von einem Auf und Ab gezeichnet, wie es wahrscheinlich selten ein Leben und auch gemeinsam mit dem Hans Hauser überhaupt jemals gegeben hat. Mhm. Ich habe auch gelesen, eine Inspiration war das Musiktheaterstück von Peter Bleigner, den man auch im Film sieht.
Genau, also Inspiration ja und nein. Der Peter hat eigentlich dieses ganze Thema überhaupt wieder auf den Plan gebracht, weil er das Theaterstück und vorher die Geschichte von Virginia Hill in einem Buch veröffentlicht hatte. Und so ist diese unglaubliche Geschichte überhaupt in Salzburg auch wieder sozusagen unter die Leute und in die Köpfe der Menschen gekommen. Und beim Recherchieren war der natürlich die erste Anlaufperson, weil er vorher natürlich auch schon recherchiert hatte und der war da wahnsinnig entzückend und hilfsbereit und mit ihm auch viel gesprochen. Und er war eigentlich der Ausgangspunkt für viele andere Interviewpartner, die wir dann für den Film gewinnen konnten. Mhm. Kannst du uns erzählen, wie du zu den Protagonisten gekommen bist? Also wie war die Recherche? Wie hast du die alle gefunden? Ich zuerst mal natürlich alles gelesen, was man irgendwie lesen kann, sämtliche Zeitungsartikel, und es war ja fantastisch, wie groß und breit getreten das eigentlich damals war in den 60er und 70er Jahren auch in Österreich, und es kann sich mittlerweile fast niemand mehr daran erinnern, der nicht an dieser Geschichte tatsächlich beteiligt war oder tatsächlich direkt damit zu tun hatte. Und wenn man dann klassisch sozusagen die Informationskette in Gang setzt, was ganz, ganz spannend, wie eins zum nächsten geführt hatte. Dann hat wieder jemanden gekannt, der Virginia Hill gekannt hatte. Und so habe ich mich scheibchenweise weiter gehandelt, und so sind wir zu den Interviewpartnern gekommen. Und die Entscheidung, wann fiel dir das, dass ihr gespielte Szenen, nachgespielte Szenen integriert? Die Entscheidung, Spielszenen in die Dokumentation einzubauen, fiel schon bei der Recherchearbeit eigentlich. Weil es gibt ja bis auf einige spannende Fotos keine tatsächlichen Filmaufnahmen, bis auf die man auch im Film sieht, von dem berühmten Hearing. Ansonsten wussten wir natürlich, es gibt kein Material. Und sämtliche Geschichten, die erzählt wurden, kann man natürlich auch filmisch nicht abdecken, auch nicht mal mit Fotos oder Zeitungsartikeln. Und so fiel die Entscheidung sehr, sehr früh, dass ich wusste, man muss mit Spielszenen arbeiten, um überhaupt diese unglaubliche Geschichte visualisieren zu können. Und dann war ich natürlich ganz, ganz dankend und glücklich, dann zwei hervorragende Schauspieler dafür bekommen zu haben und dass die auch willig waren, bei einer Dokumentation mitzumachen. Und so ist es, glaube ich, gelungen, diese dichte Atmosphäre, die wir intendiert hatten, dann auch tatsächlich auf Film kann man nicht sagen, aber auf Chip zu bannen. Und damit kommt ihr ins Spiel, Verena und Michael. Ich schätze mal, es gab kein Casting, oder? Gab es irgendwie eine Form von Casting zu dem Projekt? Genau. Bei mir war das so, dass der Adrian Geuginger und ich, wir waren Abendessen im Rahmen eines Q&As für die Beste aller Welten, und da hat er mir erzählt, dass er jetzt eben als Produzent gerade an so einer Geschichte sitzt, und ich fand die Geschichte so toll, und dann habe ich schnell Virginia Hill gegoogelt und ihm das Handy hingehalten und gesagt, guck mal, ich schaue dir voll ähnlich. Und habe mich erstmal selber ins Gespräch gebracht. Und dann habe ich in einer sehr ähnlichen Situation wie jetzt gerade den Sascha per Skype kennengelernt. Also wir hatten dann quasi ein Skype Job-Interview, weil ich da gerade in München gedreht habe, und dann hat der Sascha sich das vorstellen können und ich ja sowieso. Und wie war das dann? Du hast dich ja sicherlich da reingelesen auch in diese Figur, und ich schätze mal, das ist auch ein bisschen immer eine große Aufgabe, einen existierenden Menschen oder einst existierenden Menschen darzustellen. Was war das für eine Frau dann für dich? Was für ein Bild hat sich da ergeben? Ich finde es vor allem schwierig, das zu beantworten, weil vieles, was über sie gesagt wurde, man sich sehr gut vorstellen kann, nach allem, was man über sie gelesen hat und nach den Fotos und so, sie selber aber vieles davon verneint hat, wiederum. Also es ist so ein bisschen, okay, man kann jetzt natürlich den vielen Zeitzeugen glauben, die auch sehr ähnliche Sachen aussagen, oder als Schauspielerin, die Figur spielt, dem, was eigentlich so ein bisschen dagegen geht, was die Frau aber selber aufgeschrieben hat. Nur dann kann man sich natürlich auch vorstellen, was für Gründe da gewesen sein könnten, das eigene Leben ein bisschen anders darzustellen, wenn man es verschriftlicht, als das eben Zeitzeuginnen und Zeitzeugen wiedergeben würden. Und für mich
war es im Grunde genommen, also ich hatte ja über den Sascha das ganze Material bekommen, natürlich, das auch in der Doku dann verwendet wird, und so konnte ich mich vorbereiten, musste dann aber einfach nur als Schauspielerin irgendwann auch eine Entscheidung für mich treffen, wie ich jetzt eine jeweilige Szene spiele, weil ich kann ja nicht in einer Szene irgendwie, wie das eine Doku kann, mit den verschiedenen Zeitzeuginnen, die auftreten, hintereinander die verschiedene Blickpunkte darstellen, kann ich nicht in einer Szene verschiedene Blickwinkel auf eine Figur spielen und musste mich dann einfach selber für mich entscheiden, wie ich da jetzt rangehe. Das ist zum Beispiel, ich hoffe, Sie haben den Film schon gesehen, weil sonst spoilere ich jetzt das Ende. Die meisten werden ihn gesehen Hill, haben. Virginia Hill stirbt und es ist einfach noch immer nicht ganz klar, war es jetzt Selbstmord, war es Mord, war es eine versehentliche Überdosis, und da muss ich als Schauspielerin einfach eine Entscheidung treffen, wie lege ich die Rolle jetzt an. Also wenn wir die Szenen spielen, die an dem Abend spielen, muss ich wissen, werde ich jetzt dann danach mich selbst töten oder habe ich eher Angst, dass ich schon verfolgt werde oder so. Das waren dann einfach Spielentscheidungen, die, wo man nie wissen wird, wie nah sie an der Realität sind, waren. Es gibt ja diesen letzten Dialog zwischen den beiden, der auch übermittelt ist, wo es um den Mond geht und das schon, wo schon eine Angst von ihr spürbar ist, oder? Im Subtext. Absolut. Eine Angst kann natürlich auch in viele Richtungen gehen. Also sie sagt eben, wo ist der Mond heute Nacht? Du weißt doch, ich liebe den Mond und ich glaube, ich werde den Mond heute Nacht brauchen, hat sie angeblich genauso gesagt. Auf Englisch. Und das kann vieles heißen auch. Also das lässt natürlich auch viel Interpretationsspielraum zu, wie vieles in der Geschichte von der Virginia Hill. Ja, Michael Dangel, das Gegenüber von Virginia Hill ist Hans Hauser, ein weltbekannter österreichischer Skiprofi. Ich schätze mal, Sie werden den Namen schon davor gehört haben. Also auch in Salzburg. Wie war das für Sie, sich an so eine Person anzunähern? Ich habe lustigerweise von der ganzen Geschichte nichts gewusst. Ja, obwohl ich in Salzburg aufgewachsen bin und dem Hans Hauser durchaus auf der Straße hätte begegnen können als Kind. Also als er gestorben ist, kam ich gerade so in die Volksschule. Ich habe persönlich nichts, ich hab von der Geschichte gehört über dieses Stück von Peter Bleichner, ja, dass es diese Geschichte gab. Ich hatte mit einer Casterin in Wien zu tun für eine andere Geschichte und die war wiederum mit dem Adrian Geuginger im Gespräch über Virginia Hill und die hat dann mal gesagt, schau mal, ich finde, du hast eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Hans Hauser, und hat mich dann dem Adrian vorgeschlagen und dem Sascha, und dann habe ich den Sascha getroffen, wir sind fast Nachbarn in Wien und waren uns zum Glück recht schnell einig, dass wir das zusammen machen wollen. Mich hat die Geschichte von vornherein gepackt. Wen packt sie nicht? Eine unglaublich grandiose Geschichte, die man sich nicht besser ausdenken könnte, die das Leben da geschrieben hat. Ja. Und ich habe mir das natürlich dann auch alles recherchiert und das Material, das großartig damals schon vorbereitete Material, mir angeschaut. Und ich habe mir das irgendwie so gut vorstellen können, diese Geschichte von diesem Salzburger Burm von der Alm, der nach einer Weltkarriere dann zurückkommt und den kostbarsten Schatz, die kostbarste Errungenschaft seiner Weltkarriere, die geliebte Frau, mitzunehmen und zu versuchen, das alles zu integrieren, das alles unter eine Schirmmütze zu bekommen, sozusagen. Und wie das dann langsam zerbröckelt ist, alles. Ja, diese große Liebe, diese große Romanze, die dann in einer wirklichen, ja, Tragödie geendet ist. Ich konnte mir das sehr gut vorstellen, zumal ich ja auch die Schauplätze als Salzburger kannte. Die Zistelalm ist ein beliebtes Ausflugsziel von Salzburgern. Ja, in der Hauser Bar, also in der tatsächlichen, war ich dann in meiner Zeit im Salzburger Landestheater, also von 18 bis 21, war ich da sehr oft, weil das die Bar war, die am längsten noch offen hatte. Gab sonst nichts mehr, dann nur mehr den Würstelstand. Also, eine großartige Geschichte, ja. Mhm.
Und es gibt ja eine große Vorgeschichte, also dass sie zuerst in den USA war und die Geliebte von diversen Mafia-Bossen war. Sie hat sich angeblich oder verbürgt auch vor Gericht die Matratze des Landes oder noch derber selber bezeichnet. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, gerade solche Dinge, hat sie da mit einem Image gespielt oder wie kann man diese Frau verstehen? Also kann man sie als eine moderne Frau verstehen, als eine emanzipierte Frau? Dann will ich ganz kurz einhaken. Die Frage an die Frau oder an den Regisseur? Ich würde den Regisseur als erstes nehmen und dann dich als zweites. Unbedingt. Ich war mir auch gerade unsicher. Ich halte mich ganz kurz und leite dann elegant an dich weiter. Genau. Kurz gesagt, es ist natürlich eine hervorragend grandiose, spannende Geschichte und Leben, das Virginia verbracht hatte. Ich glaube nicht, dass es eine Imagepflege, eine bewusste war, sondern sie hat schon gespielt mit ich würde es nicht als Imagepflege beschreiben, aber doch mit ihrer Wirkung und sie hat genau gewusst, mit wem sie wie zu sprechen hatte. Sie war mit Sicherheit eine durchaus berechnende und sehr intelligente Frau. Und ja, ich würde sie absolut als moderne Frau bezeichnen, denn sie hatte tatsächlich in einem Feld, das man natürlich nicht gut heißen kann und soll, aber doch eigentlich vieles erreicht. Und deswegen finde ich es auch schade, dass sie oft geschrieben wird, die Mafia-Braut oder die sich hochgeschlafen hat, weil sie war eigentlich eine Karrierefrau, die sich halt mit ungewöhnlichen Mitteln in einer höchst ungewöhnlichen Szenerie dann tatsächlich bewiesen und erwiesen hat. Verena, dazu ergänzend? Für mich ist es, auch wenn es in weiten Teilen bestimmt eine emanzipierte Frau war, die einfach sich auch im Sinne von sich kein Blatt vor den Mund nehmen und sich auch in sehr weiten Teilen trauen, so zu sein, wie man eben ist, auch wenn man aus einer nicht so hohen Bildungsschicht kommt, auch aus einem sozialen Umfeld, das nicht mit den Kreisen harmoniert hätte, in denen sie dann letztendlich verkehrt ist. Und ich glaube aber trotzdem, dass das entsprechend der Zeit eine Frau war, die in sehr vielen Abhängigkeiten zu Männern stand und das auch von den jeweiligen Männern immer wieder ausgenutzt wurde. Und sie da einfach, glaube ich, auch wenig andere Mittel zur Verfügung gehabt hätte, als vielleicht enger mit den Männern zusammenzuarbeiten, als sie sich das vielleicht gewünscht hätte. Ich meine, das sind alles Spekulationen, so genau wissen wir es leider nicht. Also auch bei dieser Aussage, die sie da über sich selbst vor Gericht getroffen hat, da gibt es ja wirklich ein Video dazu und ich habe das Gefühl, auch wenn man sich diese Szene anschaut, da ist eine Frau, die vor Gericht schon ganz schön auch in die Mangel genommen wird und wo ich mir auch vorstellen könnte, dass eine Art Sarkasmus eine Rettung nach vorne ist und ich auch nicht weiß, wie viel Wahrheitsgehalt dann in dieser Aussage steckt, auch wenn sie das über sich selber sagt. Das kann auch, also so eine Dreistigkeit und so eine Schroffheit kann auch eine Flucht nach vorne sein, um tatsächlich von Steuerschuld abzulenken, wegen der sie auch angeklagt war. Also ich weiß nicht, wie ernst man diese ganzen öffentlichen Aussagen nehmen kann, die sie auch teilweise wirklich über sich getroffen hat. Oder ob da nicht Koketterie ist das falsche Wort, sondern einfach, ob das eine Art Schutz auch war, um vor wichtigeren Dingen abzulenken. Mhm. Und worüber man ja auch nur spekulieren kann, ist, inwiefern das jetzt auch eine leidenschaftliche Liebesbeziehung zwischen den beiden war mit Hans Hauser, wenn man sie jetzt als kalkulierende oder strategisch denkende Frau nimmt. Ja, oder eben, wie gesagt, nicht nur kalkulieren und strategisch, sondern auch die einfach Männer brauchte, weil keine Bildung zum Beispiel oder zu wenig Bildung, die einfach, um auszubrechen aus einer gewissen, erstmal aus einer gewissen Schicht, aus einem gewissen Leben und dann vielleicht, um auszubrechen aus einem Land, aus dem man dringend raus muss, sie einfach angewiesen war auf die Hilfe auch von Männern. Also da bestanden Abhängigkeiten, das meine ich, das ist... Die Frage ist immer, ist es jetzt nur kalkuliert von der einen Seite oder ist es einfach eine Abhängigkeit, die besteht und da kann man noch so viel kalkulieren, vielleicht ist es auch einfach die einzige Möglichkeit gewesen in dem Moment. Dann ist es nicht mehr so kalkuliert, sondern dann ist es einfach ein den Umständen entsprechendes Verhalten, finde ich, glaube ich, weiß ich nicht.
Würde ich auch so sehen, würde ich gerne einhaken. Das ist ja das Spannende auch an der Figur Virginia Hill, dass es so wahnsinnig ambivalent ist. Und tatsächlich liest man gerade bei dieser Figur am meisten zwischen den Zeilen. Also sei es jetzt die öffentlichen Aussagen oder auch die Memoiren, die absolut fein poliert von ihr sind und die tatsächlich heiklen Stellen bewusst auslässt. Aber auch hier kann man wahnsinnig schön zwischen den Zeilen lesen und man muss sich dann alle Informationen und Dinge, die da so aufpoppen, dann zusammenbauen. Und dann finde ich schon, dass sich zwischen den Zeilen ein Bild auftut, das sehr, sehr spannend und gleichzeitig auch wahnsinnig ambivalent ist. Mhm. Michael Dangel, ich hatte aber das Gefühl, dass ihr beide das schon auch als eine Liebesgeschichte spielt. Also dass da auch durchaus starke Emotionen zwischen den beiden gegeben hat. Ja, ich denke, das ist das bestimmt wahr. Es ist immer alles eine Mischung. Karl Perüller, der große Schauspieler, sagt, der Mensch ist eine Mischung. Er lässt sich nie festlegen auf einen Aspekt. Es überwiegt mal das, mal das. Ich könnte mir vorstellen, dass da sind schon zwei Welten irgendwie aufeinander geprallt, ja, in der Begegnung von den beiden. Und es könnte sein, dass für die Virginia der Hans Hauser eine Tür aus einem bisherigen Leben, aus einem bisherigen Umfeld war. Also das ja doch von Kriminalität und viel Schmutz geprägt war. Also wenn es um Drogen geht und um Drogenhandel und man weiß ja nicht genau, was alles war, aber es waren wohl unschöne Dinge dabei, die da mitgespielt haben. Und dann trifft sie diesen Naturburschen, der eigentlich, der gut Ski fährt und der, mit dem man wahrscheinlich einen wahnsinnigen Spaß haben konnte und da sind die aufeinander geprallt und hatten es wahrscheinlich ganz toll. Und vielleicht hat da eine Art von neuem, das Licht eines neuen Lebens für beide aufgegangen. Drum finde ich das im Entwurf eine ganz große Liebesgeschichte, eine ganz große Romanze. Und dann, die sind ja dann nach Südamerika gegangen, bevor sie nach Österreich sind. Und dann ist, das hat wirklich eine große Fallhöhe, finde ich, diese Geschichte. Und bei ihm gibt es ja auch sozusagen Zweifel, wie er gestorben ist beim Hans Hauser. Ja, das ist ja bis heute nicht wirklich erwiesen. Mhm. Und es wird am Schluss auch angedeutet, auch dass der Sohn. Selbst der Sohn Opfer eines Attentats oder also eines Mordes geworden ist. Gibt es dazu mehr noch Informationen, Sascha? Jein, also es gibt schon mehr Informationen. Es ist auch eine höchst nebulöse Geschichte, auch die gesamte Lebensgeschichte des Sohns, Peter Jackson Hauser. Das haben wir aber in dieser Dokumentation vollkommen beiseite gelassen, weil es einfach so eine große Kiste gewesen wäre, die Person Peter Jackson Hauser nochmal zu beleuchten. Das ist Stoff einer eigenen Dokumentation und da gibt es mit Sicherheit genügend, aber das haben wir für diesen Film nicht genauer verfolgt. Okay, der Film wird auf Servus TV im Herbst ungefähr gezeigt, hat da ungefähr einen Sendetermin. Hier jetzt bei unserem Festival zeigen wir ihn online bis zum 24. Mai. Ich möchte mich bei euch allen vier bedanken, dass ihr für das Gespräch zur Verfügung standet und werde mir merken, Virginia Hill wird für immer als Name in meinem Gedächtnis eingeprägt sein. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart für das Gespräch.